Sendungsbeginn. Guten Abend. Das Bremer Kaffeehausorchester hat uns in die Sendung gebracht. Guten Abend bei Buten und Binnen mit Publikum. Das ist ja jetzt hier nicht gerade das durchschnittliche Kaffeehaus hier. Wie spielt es sich denn so bei uns im Weserhaus? Ich finde, das ist schon ziemlich ein Kaffeehaus. Es ist voll mit richtigen Menschen. Es hat ein Klavier und es hat einen wunderbaren roten Vorhang. Was will man mehr? Ich habe da vorne sogar eine Tasse Kaffee stehen sehen. Das passt dann ja auch. Da können Sie mal sehen. Können Sie mir in drei Sätzen Kaffeehausmusik erklären? Natürlich. Kaffeehausmusik ist einmal so einfach und robust, dass Leute sie anhören können und sich dabei gleichzeitig wunderbar unterhalten können miteinander. Andererseits ist sie so unterhaltsam, dass die Leute eigentlich doch lieber zuhören wollen. Und dann ist sie so gefühlvoll und interessant, dass wir sie selber gerne spielen. Das ist eine gute Voraussetzung. Mehr von diesen fünf Herren im Frack wird es noch im Verlaufe der Sendung geben. Vorher die aktuellen Ereignisse des Tages. Unsere Nachrichten über... Kaffeehausmusik. Wohl mal heimlich in einer Rockband gespielt, oder? Ja, das war immer schon meine Leidenschaft damals als Penela, jawohl. Aber Sie sind im Kaffeehausorchester gelandet. Genau, im Kaffeehausorchester gelandet. Wir sind ja schon 18 Jahre zusammen, in derselben Besetzung. Wie haben Sie sich zusammengefunden? Damals in der Hochschule, als wir noch nicht 9 CDs hatten. Aber da haben wir damals schon von geträumt. Von 9 CDs von 9 oder CDs, davon haben wir dass wir im Jahre 2009 mindestens 9 CDs haben werden. Machen Sie das eigentlich hauptberuflich? Ja, wir machen das hauptberuflich mit viel Leidenschaft und freuen uns auch, dass wir hier für Sie auftreten dürfen. Und Sie werden eher berühmt als reich damit wahrscheinlich, oder? Das werden wir ja noch sehen. Kommt drauf an, wie viele CDs man verkauft. Ja, genau. Wiener Sachertortenduft in Bremen, wie kommen Sie darauf? Ja, das ist einfach eine süße Speise, ne, mit Schokolade gemacht. Mindestens so süß wie unsere Musik, die man auch auf CD haben kann. Jetzt haben wir hier aber ganz... Wie heißt denn die neue CD? Die neue CD heißt Café Espressivo. Espressivo. Mit Zucker und Sahne. Mit Zucker und Sahne und Schokolade, ein kleines bisschen. Gut, Ihr normales Instrument ist der Flügel. Den haben wir da aufgebaut. Ja. Da würde ich Sie jetzt wieder ranbitten, denn wir wollen ja noch ein bisschen was von Ihnen hören. Vielen Dank. Gerne. Welches Schmankerl... Welches Schmankerl gibt es jetzt noch mal zum Schluss? Oh, das passt sehr gut. Das heißt, bei mir bist du schön. Bei mir bist du schön. Damit beenden wir auch die Sendung. Vielen Dank, Buten und Binnen mit Publikum war das. Und jetzt noch mal viel Spaß mit dem Bremer Kaffeehausorchester.
Musik.